Hey Leute, wir sind schon beim ersten Teil über Besprechung nach Japan. Ja, ich hoffe, habt ihr es gesehen. Jetzt kommt nicht der zweite Teil und jetzt werde ich jetzt mit Nam über den Flug nach Japan reden. Auch noch die Herausforderungen und so weiter. Ich bin jetzt mit meinem Einrad zu seinem Laden, fahre ich jetzt zu seinem Laden und dann bespreche ich mal die kompletten Fragen und so weiter. Ich hoffe, es euch gefällt und viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, ich bin jetzt angekommen hier und jetzt fahre ich mal Nam, aber die Tür ist jetzt abgesperrt. Ich suche mal den Eingang und wenn ich den nicht finde, dann rufe ich mit meinem Mitflieger Nam mal an. Und da ist er jetzt schon, das ist der Nam und hallo Nam. Hallo. Also viele Leute kennen dich nicht, stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Nam Yuen und ich bin 31 Jahre alt und ich denke mal, wir reden in diesem Video über die Japanreise, richtig? Genau, ja. Wir reden ja schon seit 3 bis 4 Monaten darüber, ne? Mhm. Und wie hat sich jetzt wieder mit den Einreisebeschränkungen jetzt entwickelt? Also in den letzten Wochen ging die Corona-Zahl in Japan ja runter, ja. Und die Einschränkungen sind etwas schwächer geworden, ja, für arbeitende Leute und für Studenten. Ja. Plus für Touristen ist es immer noch so streng, ja, geblieben, aber ich denke mal, wenn das sich so weiterentwickelt bei den Booster-Impfungen in Japan und die Zahlen zurückgehen, dann sollte es in den nächsten Monaten normal sein. Ja. Hoffst du es auch, dass wir im Sommer fliegen können? Sommer ist unwahrscheinlich, ja, weil von den Entwicklungen her dauert es halt ein paar Monate und das wäre halt sehr knapp. Ja. Selbst wenn es dann im Sommer dann klappen würde, wäre es ja halt für uns ziemlich unflexibel. Ja. Also wäre es sehr schwierig. Ideal würde ich sagen, so im Herbst, Winter. Im Herbst, ne? Ja. Naja, wir müssen immer noch weiter beten, das habe ich auch schon im Geburtstag auch schon gesagt. Aber, ja, falls wir eigentlich fliegen können, wer würde eigentlich denn mitkommen? Also ich denke, du, ich, ja, und meine zwei Brüder. Vielleicht noch ein, zwei Freunde, aber das war's dann auch. Wie heißen deine Brüder? Meine Brüder heißen Long und Chang. Wie alt sind sie? Der eine ist jetzt 24 Jahre alt, der andere 26 Jahre alt. Also der 24-Jährige, also genauso wie meine Schwester, ne? Mhm. Alles klar. Und wie viel kostet eigentlich so ungefähr den Flug? Also ich habe schon vorhin gesehen, dass es 7.500 Euro kosten würde für fast für 2 Wochen. Und wie viel kostet das denn jetzt? Tja, also bei den Flugkosten ist es mal unterschiedlich. So 400 hin, 400 zurück. Also könnte man nur 800. Um flexibel zu bleiben, würde ich sagen, 1.000 Euro sollte man zurücklegen für die Flugkosten. Ja. Und Aufenthalt ist in Japan etwas teurer. Ich würde da sagen, man sollte berücksichtigen so 40 bis 50 Euro pro Nacht. Ja. Und dann Essen und Trinken ist aber recht akzeptabel. Da würde ich sagen, pro Mahlzeit 10 Euro. Also könnte man so hochrechnen, 30 bis 40 Euro am Tag. Ja. Dann, wenn man das so für 2 Wochen hochrechnet, ne, so 100 Euro pro Tag mit Aufenthalt 150. Ja. Ja, sind dann so 1.500, ja, so knappe 2.000, ne? Ja, ja. Wie viele Sterne muss das Hotel sein? Also bei mir war es so 4-Sterne-Hotel. Also ich war bis jetzt nur 2 Mal in Japan, beim ersten Mal mit ein paar Freunden, beim zweiten Mal mit der Familie. Und beim ersten Mal haben wir ein Privatapartment gebucht, da war es halt relativ günstig. Ja. Ich habe das nicht mehr so gut im Kopf, weil es war halt so knapp 30 bis 40 Euro. Ja. Und beim zweiten Mal waren wir dann im 3-Sterne-Hotel. Ja. Da waren aber die Räume recht klein, aber das ist immer ganz normal so in Japan. Mhm. Und da war es natürlich dann etwas teuer, aber da gab es dann auch Buffet und so. War das ein Kapselhotel? Nee, ein Kapselhotel nicht. Das wäre schon günstiger. Ne? Zum Glück will ich da nicht reingehen. Nee, Kapselhotel ja nicht. Das wäre etwas ungewöhnlich für das erste Mal. Ja, also, das war schon. Du bist ja ein bisschen großer Mensch, du brauchst ein bisschen Freiraum. Ne? Ganz genau. Also eine Pflicht für 5 Sterne willst du lieber nicht haben. Also Economy reicht ja auch schon. Aber
Ich wollte ja auch schon, seit 2 Jahren habe ich ja schon Challenges einfach erfunden eigentlich, das in Japan machen wollte. Ne? Mhm. Also kann man auch einfach nur ein Rad mit dem Flugzeug nehmen? Eigentlich schon. Ne? Ein Rad auf dem Flugzeug? Ja, einfach ein Rad ins Flugzeug bringen. Also. Ach so, ins Flugzeug. Ja. Ich habe sowas Ähnliches mitgenommen, bei mir war es halt ein Waveboard. Waveboard? Ja. Mhm. Ich denke nicht, dass man das mit ins Flugzeug nehmen kann, aber man kann das halt mit dem Koffer gesondert transportieren lassen. Das wäre da kein Problem. Kann man es nicht per Paket das einfach hier reinbringen? Oder? Ich denke, das ist nicht nötig. Man muss es einfach nur ausweisen lassen im Flughafen, dann nehmen sie es mit dem Koffer mit. Ja, weil denn meine erste Fahrt sollte in Shibuya rumfahren. Also es muss jetzt nicht nur 10 Kilometer lang sein, sondern eher nur 4. Und um mal nur zu beweisen, ob ich jetzt über den Ausland fahren kann, wie es mich da anfühlt. Und ab und zu kann auch meine Säcke mal wehtun. Deswegen hole ich mir für den Flug mal einen Schwamm, damit es nicht wehtut. Das habe ich mich immer beschwert. Und ja, du warst jetzt 2 Mal in Japan. Ne? Welche Jahre waren das denn? Das erste war 2016 und das zweite 2018. 2018 im Sommer oder? Ja, also 2016 im Sommer und 2018 im Winter. Im Winter? Ja, im Winter. Also über das neue Jahr. Ja, 2018 also, zu 2019. Du fliegst ja von Frankfurt aus, ne? Von Hamburg, von Frankfurt dann nach Haneda. Ja, richtig. Ja. So war das. Und es war Economy, ne? Ja, ganz normal Economy. Ja, denn es gibt ja so 3 Herausforderungen, die ich jetzt in den 2 Wochen Japan-Urlaub machen wollte. Ne? Mhm. Und das erste war 50 Kilometer durch Tokio fahren. Wäre was für dich? Also du musst jetzt nicht mit dem Einrad fahren, also nur mit dem Fahrrad. Ne? Für zu Fuß dauert nur 12 Stunden, aber du kannst, das ist kein Muss. Ne? Ja, das könnte man durchaus machen, aber ich würde vorschlagen, das sollte man früh morgens machen, weil das ziemlich schnell vollgehen kann. Ne? Besonders Nachmittag, wo der Rush-Hour ist. Ja. Ja. Ja, es gibt ja auch schon einen Kanal, der hat schon zu Fuß gelaufen für 12 Stunden und da ging er schon auf die Puste aus, die Beine werden schwer, aber das willst du nicht zutrauen, ne? Zu Fuß eher nicht, nee. Dafür ist mir der Urlaub zu schade. Ja, ja. Und als zweites ist ja, du weißt, dass ich hier jonglieren kann, ne? Mhm. Aber das wäre doch toll, dass ich hier mal in die Stadt jonglieren vorführen würde, ne? Aber nicht als Straßenkünstlerei, ne? Sondern als nur durch den Gehweg hinlaufen, durch die Stadt und so weiter. Ne? Also das wäre auch eine gute Vorstellung. Ne? Mhm. Ich glaube, da kommen schon ein paar Leute. Ne? Wir machen mal ein bisschen Pause, ja? Okay. Es geht schon los. Gott, sag mir es keiner, ich muss auch mal sagen. Meine Fresse. Dann eine Stunde später sind wir jetzt gerade stehen geblieben über meine Challenges. Also ein Rad haben wir jetzt besprochen, jetzt über meine Jonglage. Ne? Also wie ich schon gesagt habe, ich kann jetzt schon jonglieren von 3 bis 8 Bällen. Ne? Wie findest du das eigentlich, dass ich hier von der Stadt vorführen kann? Also nicht als Straßenkünstler einfach nur auf der Stadt rumlaufen? Ja, kannst du machen, aber möglichst an einem großen Bereich, weil die Straßen sehr schnell eng sind. Ja, sehr schnell überfüllt in Tokio. Wo zum Beispiel? Vielleicht so im Park oder Park? Ja, meistens gibt es eine Kreuzung, was, ne? In der Waschbahn. Ja, in Shibuya ist halt die große Kreuzung, aber da ist das nicht so ideal. Da ist schon sehr voll. Ne? Warum sagst du im Park? Ja, im Park, weil der Freiraum ist. Ne? Ja. Also da sind halt viele Spaziergänge und du willst halt nicht im Weg stehen, weil sie noch außen rum gehen können. Ja. Ich hoffe, ich störe davon. Das gibt's ja nicht. Ne? Das ist halt auch sehr wichtig. Ja, wir haben jetzt 2 Challenges schon geredet. Das waren die einfachen. Aber die dritte wird schwer. Die ist so schwierig, dass es ab und zu mal schwierig ist. Ne? Die schwierigste ist, ich muss einen J-Pop-Mitglied kennenlernen. Das ist die schwierigste Herausforderung, die ich ausgedacht habe. Aber die ist schwierig, ist ab und zu nicht möglich, aber was sagst du dazu? Klingt machbar. Klingt machbar, ja. Wie soll ich mit daran umgehen? Das kann ich jetzt nicht so schnell sagen, aber sicherlich vor Ort bestimmt. Was? Sicherlich vor Ort bestimmt. Ja, die haben mir gesagt,
dass ich hier irgendwie Japanisch kriegen soll, weil die kein Englisch können. Und ich muss die nochmal finden, wie ich die finden kann in der Stadt, wie ich mich mal daran jetzt umgehen soll, wie ich dich daran kennenlerne und wie ich auf die Bühne gehen soll. Was sagst du davon? Oder wie soll ich denn eigentlich mal durch den Weg hinkommen? Ja, ich habe schon gesagt, das ist die schwierigste Herausforderung, die ich erstellt habe. Ja, also jetzt so schnell kann ich halt nicht so sagen. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Also ich habe mir überlegt, also es gibt Mitglieder, die haben einen YouTube-Kanal. Ne? Und da habe ich mir auch so eine Idee, Kommentare zu schreiben, also nicht einfach nur so kennenzulernen, sondern irgendwie in eine Stadt zu treffen, damit ich hier nur so ein paar Kilometer mit einer rumlaufen und vielleicht und ein bisschen Glück kann jemand mich sehen und zulaufen, dass ich der Kommentarschreiber war. Wie findest du eigentlich diese Möglichkeit? Ja, klingt nicht schlecht, das könntest du machen. Ja. Hast du aber auch mal ausprobiert? Nee, das habe ich nicht ausprobiert. Nee, nee. Das ist so krass, ne? Also, vielleicht mal schön, würde ich auch in der Bühne ein bisschen performen. Willst du auch mal mitkommen, in der Bühne hochzustehen? Das ist schwierig. Du weißt doch gar nicht, was ich da machen soll. Ne? Du kannst dich erstmal vorstellen, das ist das Einfachste. Deswegen. Aber Japanisch kannst du nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Welche Wörter kannst du? Einige, ne? Konnichiwa, arigato, ja. Sayonara, konbanwa, ja. Ne? Solche einfachen Sachen. Und was heißt Ohio? Ohio heißt guten Morgen. Ja klar, ne? Naja, und wenn jemand fragt, woher man kommt, das heißt Dotsitakara Mastaka, also das heißt, woher kommst du? Und ich komme aus Deutschland, heißt sowas Deutsche Kalatimasta. So ähnlich fragen die, wie man herkommt. Ne? Und um sich diesen verstehen zu können, also ich kann jetzt nicht so flüssig Japanisch reden. Brauchen wir jemanden, der nicht nur Deutsch redet, sondern auch in Japan auch studiert und spricht? Wo müssen wir ihn finden? Und wie soll ich ihn finden? Durch soziale Medien? Oder? Ja, soziale Medien wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ja. Also sonst sicherlich vielleicht von Uni. Ja. Es kommen wieder Leute, sag mal hallo, dann warte ich ein bisschen, ja. Okay, weiter geht's. Wir reden ja gerade, wenn wir jetzt über die japanische Sprache zu übersetzen. Also du sagst ja über, dass wir jemanden aus der Uni finden und so weiter. Also, wie geht's Beispiel. Aber am besten natürlich, wie du vorhin gesagt hast, soziale Medien, ne? Ja, das geht auch, ne? Ja, das ist am einfachsten. Ja. Wird das klappen? Das sollte klappen, ja. Weil ich bin jetzt nicht so unsicher, dass ich jemand nicht antworten wird, weil ich ein Unbekannter bin. Ne? Ja, stimmt, aber die meisten sind ja recht freundlich, hilfsbedürftig. Ja. Das sollte funktionieren. Mal gucken, ob das klappen wird, die Herausforderungen. Ne? Und ich kann auch mal hier auf mein iPad sehen. Ich habe ja schon ein paar Fragen gemacht, also da kannst du auch schon mal ein paar Kommentare noch dazu reden. Bitte versprich mir, dass wir im Sommer fliegen können, ja? Im Sommer? Ja, wird schwierig, aber wir hoffen dafür, ne? Sagt die Region, wir wollen im Sommer fliegen, also wir, ich gebe Power, ne? Ich habe noch was vergessen, also und zwar ist es jetzt so, dass jemand im Sommer schon geboren hat, in diesem Sommer, ne? Die wird 31 Jahre alt und die wollte ich gratulieren, ne? Die hat 31. Geburtstag und sie hat am Mitte Juli 1991 geboren und darauf wollte ich sie gratulieren. Und das ist mutig von mir, ne? Deswegen ist es auch ein Plan, nicht im Herbst zu fliegen, sondern irgendwann im Sommer, ne? Wenn ich
München im Herbst gratulieren, dann wäre es schon lange zu spät. Aber das ist ja später als nie, ne? Ja. Und hast du daran gedacht, das nachträglich zu machen? Ja. Das ist auch schon so. Genau. Erster Geburtstag, 2 Monate später. Herzlichen Glückwunsch! Oh, oh Mann, aber. Was würdest du dir schenken? Schwierig. Aber du hast ja genug Zeit, ne? Bis dahin findest du, da finden wir sicherlich eine Idee. Es sind nur noch 3 Monate, ne? Also vielleicht, wenn du noch ein bisschen Gedankliches herausgefunden hast, komme ich im nächsten Monat wieder und dann können wir noch weiterreden. Dann können wir es im iPad mal kurz. Also, Nam. Hier seht ihr die weltweite Neuinfektion der 7-Tage-Inzidenz. Ne? Also zuerst mal schauen wir auf Deutschland an. Ja? Wir zoomen es mal hin. Und es leckt ein bisschen so. Jetzt sind wir jetzt am 5. April haben wir jetzt die Inzidenz von 1394. Es ist jetzt schon hoch, die Zahlen gehen runter. Das ist schon am besten. Ne? Ja. Aber vor allem Spanien oder Italien. Sie sind ja noch viel niedriger, aber wenn wir jetzt in Japan gehen, die Inzidenzen steigen jetzt zwar, aber hier, die Inzidenz schon bei 258, ne? Ja, die gehen halt langsam runter, ja, ne? Aber dafür verstehe ich jetzt nicht, warum die jetzt strenger sind bei den Einreiseverboten, ne? Das liegt daran, weil die halt mehr auf ihre Mitmenschen achten, ne? Ja. Rücksicht nehmen können und auch in der Lage sind, sich zurückhalten zu können. Ne? Wie sah es im letzten Jahr aus? Im letzten Jahr waren die Corona-Zahlen recht hoch. Ne? Die waren schon, also die waren wirklich sehr hoch, höher als in Deutschland. Und die Leute haben sich halt alle bemüht, sich an die Regeln zu halten, damit die Zahlen runtergehen. Habt ihr auch die Region auch erlaubt, touristische Einreisende nach Japan hinzufliegen? Nee, das ist genauso damals gewesen wie jetzt. Ja. Also, Masken fallen bei uns aus, da musst du auch noch die Einreise auch noch wieder lockern. Ne? Also seit dem März, da ist jetzt schon die Lage auch schon, dass die Visa-Pässe auch noch schon einreisen dürfen. Ne? Mhm. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die touristischen Pässe jetzt kommen können. Ne? Und das müssen wir immer beten, das habe ich schon im Geburtstag gesagt. Ja? Ja. Ja, alles klar. Bei dieser App, gute Frage, habe ich schon ein paar Fragen geschrieben. Ne? Ihr könnt ihr mal sagen, also kennenlernen der Gruppe, ne, wegen Geburtstag und Herausforderungen und so weiter. Ne? Jetzt bist du schützig da, ne? Das ist sehr schwierig, ne? Ja, deswegen sage ich ja schon, ne? Warum leckt das schon ein bisschen? Das ist schon sehr schwierig. Ja. Das leckt jetzt schon wieder. So, jetzt geht das. So, jetzt gibt es noch nicht Fragen, dass wir jetzt nach Japan einreisen können. Ne? Du kannst mal schauen. Die ersten Öffnungen über Visa-Öffnung für Business-Visa. Also ja, das sind jetzt schon, die dürfen öffnen, aber nicht für touristische Einreisen. Ne? Das stimmt ja, genau. Ne? Genau so gesagt, wie es bis jetzt gerade ist. Ja. Das stimmt. Und beim Sagen rechtmäßig akzeptiert, das könnt ihr mal anschauen. Essen mit Darm habe ich keine Lust. Und das war mein Plan. Ne? Das ist sehr wichtig. Also wir können das mal anschauen. Ne? Also, Warte mal. Also manche haben gesagt, das kann schwierig werden. Manche haben auch gesagt, das wird nicht möglich werden. Hier haben die auch schon gesagt, dass die Gründe und Einrad zu fahren, aber wirst du es zutrauen? Stimmst du dann zu oder eher weniger oder eher halb? Das ist wirklich sehr schwierig. Ne? Ich habe dir schon gesagt, das ist die schwierigste Aufgabe. Ne? Ich habe zwar gewarnt. Ja. Zu den letzten Fragen ist auch mal schon so, was war das doch mal? Also die Kosten haben wir schon geregelt, die Challenges. Und wie fandst du eigentlich, als du in Japan warst? Wie sahst du eigentlich aus? Habe ich schon vergessen. Ja,
das war sehr schön, weißt du? Ja. Also da erstmal das Wetter, es war sehr heiß. Ja, 30 Grad, ne? Das war wirklich sehr, sehr heiß, ne? Also ich war schon in vielen asiatischen Ländern, aber an den Tagen war es sehr, sehr heiß. Wirklich sehr heiß. Ja, nicht so heiß wie in Dubai, ne? In Dubai war ich nicht, aber in Vietnam halt, ne? Ja, in Dubai, da war ja schon warmes Wetter. In Dubai im Sommer, Japan, also... In Japan mit Sommer in Kombination, das war... Ja. Also, vor 3 Jahren, da war ich schon in Dubai, also schon, selbst im Herbst war es schon fast 40 Grad. Ne? Aber jetzt musst du dir vorstellen, im Sommer 50 Grad. Viel Spaß, ne? Da bin ich tot. Aber in welchen asiatischen Ländern warst du noch außer Japan? Also wir waren in Japan, Vietnam, Singapur, Thailand und Taipei. Also Taiwan. Ja, Taiwan, ja. Ebenfalls heiß, ne? War auch schon warm, ja. Auch so um die 30 Grad? Ja, so um den Dreh. Ja. Also so, dass man das noch ertragen kann, ne? Ja. Ja. Es gibt ja auch so Stellen, in Japan, da gibt es noch enge Straßen, ne? Da kommt man mit dem Auto nicht so gut voran. Hast du einen Mietwagen geholt oder eher ein Taxi? Oder mit der Metro? Also meinst du jetzt in Japan? Ja. Also wir sind meistens immer mit der Metro gefahren und sonst immer zu Fuß, ne? So ging es am schnellsten und einfachsten. Aber da war doch viel zu voll, ne? Ja, das war voll. Ja. Das muss halt sein. Ja. Das erwartet man, wenn man nach Tokio reist, ne? Ja, das kann passieren, wenn es so voll überfüllt ist, pressen die Leute immer auf die Waggons rein. Ne? Welche Städte warst du noch bis auf Tokio? Wir waren nur Tokio. Nur Tokio? Ja, es war ziemlich groß, ne? Da konnte man das nicht alles innerhalb von 2 Wochen schaffen. Du könntest auch noch mit dem Shinkansen mit mir nach Kyoto, nach Osaka, nach Nairobi oder auch noch nach Hakata fahren. Ne? Das geht, ja. Du hättest auch noch Lust, ne? Da hätte ich auch Lust, ja. Das ist auch besser so, dass wir zum ersten Mal die Städte sehen können. Ne? Das wird doch am besten, ne? In Kyoto zum Beispiel gibt es so alte Häuser, ne? Die auch noch schon seit 2-3 Jahren gibt. In Osaka gibt es zum Beispiel, da gibt es auch noch so ein Universalstudio. Ne, das gibt es so ein Super Mario Land. Können wir auch mal besuchen. Und dann noch in Hakata, also da ist es nicht so hundertprozentig schön, aber da gibt es auch noch so ein. So vor 10 Jahren so Ausbruch vom Tsunami und so weiter. Ne? Warst du in Disneyland? Nein, Disneyland war ich noch nicht. Ach, das müssen wir auch besuchen, ne? Das müssen wir. Das hoffen wir mal schon, ne? Ja. Ja. Hast du Lust dazu, die beiden Städte zu sehen und Aktivitäten? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber machen wir schon. Ja. Gab es auch noch Regentage oder wolkige Tage? So doch, Regentage gab es auch, ja. Ja, es gab ja so, wie viele Tage? So 5 bis 10? Auf jeden Fall Wochen waren vielleicht so 2-3 Tage Regen. Ja. Also Regen. Ja. Viel ist es jetzt zum Glück nicht. Wobei am Ende, in den letzten 2 Tagen, bevor wir abgereist sind, gab es noch einen Teil. Oh. Ja, genau. Ja, da hat es dann auch nicht geregnet. 2019 war das, ne? 2019 kann sein, aber 2016 gab es auch einen bei ihm. Ja. Ne? Ja, das war im Sommer, ne? Ja. Hast du die erlebt? Ja, die haben wir erlebt. Naja, die haben wir erlebt. Wie schlimm war der eigentlich? Also, um die Warnung, die man uns gegeben hat, war, dass wir in unseren Zimmern bleiben sollten. Mhm. Also, Türen und Fenster fest verschließen. Mhm. Und das Einzige, was wir halt mitbekommen haben, war halt die Geräusche von draußen, ne? Wie es immer gegengerüttelt und gegengedrückt hat. Ne? Ja. Dann war es auch schon mit den Fragen. Vielen Dank, dass ihr alle geantwortet habt. Und die nächsten Besprechungen gibt es im nächsten Monat, ja? Also denkt ihr daran mit den Fragen, überlegt die dafür, damit ich wieder im nächsten Monat kommen kann. Ne? Ja, dann ciao Leute und schöne Ostern vielen und einen schönen Feierabend. Ne? Und ciao Leute. So Leute, das war's jetzt schon alles. Die Besprechung Teil 2 über die Besprechung den Japan-Reise mit Nam und das waren ja schon viele wichtige Antworten von Ihnen. Vielen Dank, dass ihr alles angeschaut habt. Und im kommenden Monat
Da werden wir die Antworten anhören, wie jetzt Nam sagt, wie wir es dann umgehen und welche Schritte wir kommen. Ich hoffe, es euch gefällt euch. Wenn es euch gefällt, liked euch diesen Video und abonniert auch den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nicht verpassen wird. Außerdem, Jongli-Video kommt heute um 22 Uhr und auch noch Untertiteln. Bearbeitung wird schwierig, aber mindestens in 2 Tagen plus auch noch Sprachen werden noch dazu kommen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schöne Osterferien. Ciao, Leute.